Die Thematik um die Kurtaxen ist zurzeit in aller Munde. Die verschiedenen Minister überschlagen sich mit Vorschlägen. Der Finanzminister möchte die Kurtaxe ganz abschaffen und stattdessen die Tourismusunternehmer, wer auch immer das sein soll, mit höheren Kosten belegen. Der Wirtschaftsminister widerspricht dem und sagt, man muss ein vernünftiges System finden. Und der Innenminister schlägt jetzt Modellregionen vor, in denen was auch immer ausprobiert werden soll. Deutlicher wird keiner. Es zeigt, dass unser Antrag, der einen kleinen Ausschnitt aus der Problematik in Angriff genommen hat, in ein Wespennest gegriffen hat. Wir wollen zunächst mit unserem Antrag nur einen großen Missstand beheben, nämlich die Tatsache, dass kurtaxpflichtig auch solche Menschen sind, die ihre Verwandten bis zum dritten Grade besuchen. Wir als Familienpartei halten das für unerträglich und wollten mit diesem Antrag ein Zeichen setzen für gesunde Familien, für Familien, die sich besuchen und gegen eine Abgabepflicht für solche Besuche. Dass darüber hinaus auch andere Themen virulent sind, wie etwa Kinder, die ab 12 Jahren jetzt schon nach vielen Kurtaxsatzungen der Gemeinden kurtaxpflichtig werden oder die Kurtaxe für Nachbargemeinden im Naherholungsgebiet und dass hier vieles im Argen liegt, haben uns die Minister bestätigt, ohne aber auch in der heutigen Fragestunde nochmal irgendeine Lösung oder auch nur einen Zeitplan auflösen zu können, in dem diese Probleme angepackt werden sollten. Hier ist dringender Handlungsbedarf. Deswegen unser Antrag. Liebe Bürger von Mecklenburg und Vorpommern, Frau Präsident, werte Kollegen und liebe Gäste. Über die Kurabgaben wird zurzeit, genauer gesagt seit einer guten Woche, relativ viel geschrieben und vielleicht auch gestritten. Etliche Bürgerinitiativen sind unterwegs und wollen unterschiedliche Formen der Kurabgaben geändert sehen. Uns geht es bei dem vorliegenden Antrag um die Familienbesuche. Wir finden es als eine Partei, die den Zusammenhalt in der Familie für sehr wichtig findet, unerträglich, dass diejenigen, die eine Gemeinde aufsuchen, um dort Familienmitglieder zu besuchen, auch noch Kurtaxe zahlen sollen. Wir nehmen ausdrücklich in unserem Gesetzentwurf die Fälle aus, in denen jemand in eine Beherbergungsdienstleistung in Anspruch nimmt, also in Hotels, Pensionen und so weiter, zu Gast ist. Das würde die Betriebe überfordern, dann auch noch die privaten Zwecke zu erforschen, warum jemand in die Gemeinde kommt. Wer aber privat untergebracht ist, um seine Familienangehörigen zu besuchen, wir haben geschrieben, Verwandte bis zum dritten Grad. Die Alternative wäre gewesen, von Angehörigen zu sprechen, da der Angehörigenbegriff aber in verschiedenen Gesetzen verschieden definiert ist, wollten wir es auf die sichere Ebene ziehen. Besuche von Verwandten bis zum dritten Grad sollen von dieser Kurtaxe befreit werden. Um das sicherzustellen, weil die Satzungen ja kommunaler Hoheit unterliegen, das könnte man ja auch in jeder einzelnen Gemeinde anregen, dass das gemacht wird. Wir wollten es aber landesweit geregelt sehen und deswegen haben wir diese Regelung im Kommunalabgabengesetz, die Einfügung dieses Satzes 5 in Absatz 2 von § 11 gesehen, dass diejenigen eben nicht als ortsfremd gelten, die entsprechende Verwandte besuchen, ohne Beherbergungsbetriebe in Anspruch zu nehmen. Für uns ist es eine Frage des Familienzusammenhalts, dass man bei Verwandtenbesuchen nicht kurtaxpflichtig wird. Wir wissen auch, dass es bisher jedenfalls nicht bekannt geworden ist, dass in den entsprechenden Gemeinden Forschungen betrieben wurden bei entsprechenden Feiern in Gaststätten, ob jemand jetzt zu einer Familienfeier gekommen ist und so weiter. Aber um dem schon von vornherein einen Riegel vorzuschieben und um nach außen deutlich zu machen, Mecklenburg-Vorpommern ist eine familienfreundliche Gegend und hier werden Kurtaxen für Familienbesuche von vornherein ausgeschlossen, halten wir diesen Antrag für notwendig. Weitere Ungereimtheiten bei der Kurtaxe, sei es, wenn man Nachbargemeinden besucht und dann kurtaxpflichtig wird oder für die oft jetzt vorgenommene Reduzierung der Kurtaxpflichtigkeit für Kinder ab 12 Jahren, können wir dann morgen in der Fragestunde besprechen. Dankeschön.